Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich ein ganz bestimmtes Thema ansprechen. Rassehund, Hund vom Züchter oder Tierschutzhund? Zuerst möchte ich einmal klarstellen, dass jeder für sich entscheiden kann, ob er sich einen Hund aus der Zucht nimmt oder aus dem Tierschutz. Ich persönlich plädiere dafür, bitte erstmal die Tierheime leer zu machen und dann weiter zu züchten. Bei mir kam noch nie ein Hund aus der Zucht und ich habe bisher wundervolle Hunde an meiner Seite haben dürfen und ich hatte wundervolle Augenblicke mit meinen Hunden und das schon seit über 30 Jahren. Es gibt Menschen, die sagen, ja, also ich würde mir ja niemals einen Hund aus dem Tierheim holen, weil die haben ja alle eine Geschichte. Wir müssen aufpassen, dass wenn wir Hunde voreilig verurteilen, dass wenn sie aus dem Tierschutz kommen, dass sie ja vielleicht einen Schaden haben, dann könnten wir das ja auch auf die Menschen übertragen und sagen, ja, jeder, der schon mal eine Beziehung hat und jeder, der Geschichte hat, der hat auch eine Verhaltensstörung. Und dann dürften wir uns ja gar nicht auf solche Menschen einlassen. Also der Hund aus dem Tierschutz ist natürlich mit einer anderen Geschichte besetzt und aufgewachsen als jetzt der Welpe, der von der Zucht kommt. Die Leute, die Angst haben, mit einem Tierschutzhund auf den Weg zu gehen und einen Tierschutzhund in ihr Herz zu lassen, denen empfehle ich, sich mit einem guten Tierschutzverein ihrer Wahl in Verbindung zu setzen und vielleicht einfach mal mit einem Tierschutzhund spazieren zu gehen und sich mal so ein bisschen vertraut zu machen, auch mit Hunden, die vielleicht das ein oder andere kleine Problem haben. Ihr müsst euch ja nicht sofort den Katastrophenhund holen, aber seid doch mutig und habt auch die Lust auf so einen Hund. Wenn ihr euch aber dazu entscheidet, einen Hund vom Züchter zu nehmen, dann sucht bitte einen seriösen Züchter aus, den ihr besuchen könnt. Ihr müsst zu ihm nach Hause fahren können, ihr müsst das Muttertier sehen, ihr müsst den Rüden sehen, ihr müsst die Welpen sehen, ihr müsst schauen, wo sind die Hunde aufgewachsen, wie werden sie geprägt, haben sie bestimmte andere Hunde kennengelernt, wie ist die Prägung auf den Menschen? Kennen Sie wirklich nur den Züchter oder kennen Sie auch andere Menschen? Wie ist das mit Kindern und so weiter? Also wenn ihr schon einen Hund aus der Zucht holt, dann sollte es eine Zucht sein, wo wirklich darauf geachtet wird, dass man sich persönlich kennenlernt, sich beschnuppert und eben dann seinen Hund für sein Leben aussuchen kann. Diese dubiosen Züchter im Internet, wo man seinen Hund irgendwo auf dem Parkplatz kaufen kann, bei eBay oder sonst irgendwo, lasst bitte die Finger davon. Ja, also das ist alles nur Geldmacherei. Er wird wirklich auf dem Rücken der Hunde, wird da richtig Kohle gemacht. Und da müsst ihr aufpassen. Also wenn Züchter, dann bitte einen Züchter aussuchen, wo ihr euch auch persönlich begegnet. Ich bin für den Tierschutzhund und bleibe auch dabei. Ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass mich ein Tierschutzhund enttäuscht hat. Vor allen Dingen herzlich enttäuscht hat. Noch nie. Und es gibt auch Hunde aus der Zucht und auch viele Rassehunde, die bei uns im Coaching landen, weil ihre Menschen nicht mehr mit ihnen klarkommen. Also es sind nicht immer die Tierschutzhunde, die ins Coaching müssen oder die Menschen, sondern es sind auch die absolut gut geprägten und sozialisierten Hunde, die dann später wegen irgendwelchen Gründen mal ausflippen und dann im Coaching oder eben im Training bei Hundetrainern landen. Also, meine Message nach draußen, ganz klar, bitte den Tierschutzhund wählen. Wer aber sich noch nicht traut, sich mit einem Tierschutzhund auf den Weg zu machen, der wählt dann eben den Züchter, aber dann eben bitte, bitte seriöse Züchter, nehmt den Kontakt auf, fahrt zu ihnen hin, lernt euch persönlich kennen und dann tauscht euch aus und lasst euch bitte auch alle Räumlichkeiten zeigen. Auch wirklich die Hündin ist ganz, ganz wichtig. In welcher Verfassung ist sie? Ne? Wird sie nur als Deckmaschine eingesetzt, die ganze Zeit werfen muss ohne Ende, damit Kohle gemacht wird? Aufpassen, wirklich aufpassen und lasst euch bestimmte Videos auch zeigen. Seid hartnäckig.
Kauf nicht einfach irgendein Lebewesen von irgendeinem Menschen aus dem Internet. Lass die Finger davon. Gut? Aber geht doch einfach mal ins Tierheim. Da sitzen so viele wundervolle Hunde. Im Ausland gibt es auch viele junge Hunde, wie man bei Beju und Hazel sehen kann, die jetzt dieses Jahr zu mir gekommen sind. Ganz tolle Hunde. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, so ist doch der Weg das Ziel und es ist wundervoll, mit Hunden aus dem Tierschutz in die Selbstreflexion zu gehen, in die Aufgabe zu gehen, an seinen Herausforderungen zu wachsen. Also, Tierschutzhund oder Rassehund, Hund aus der Zucht, das bleibt euch überlassen. Aber wenn ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, dann holt euch einen Hund aus dem Tierschutz. Dankeschön.